Eine der krassesten Diskussionen im Shisha-Bereich. Team Meerloch gegen Team Funnel. In den letzten Jahren habe ich fast nur Funnel geraucht und mit Sicherheit über 1000 Köpfe in den Funnel weggeballert. Seit diesem Jahr rauche ich fast nur noch Meerloch und was da die Vor- und die Nachteile sind, warum man vielleicht den einen gegenüber dem anderen wählen sollte, in diesem Video. Und dafür brauchen wir erstmal ein kurzes Theorie-Recap. Und weil wir es gleich noch brauchen, hier ist noch ein HMD. So, jetzt sieht das bei einem Funnel-Depot folgendermaßen aus. Wir haben hier das Loch und ungefähr so sind die meisten Funnel-Depots. Bei Mehrlochköpfen ist das Ganze ein bisschen anders. Wir haben hier das Depot, der Kopf geht ebenfalls nach unten, aber die Löcher haben wir hier unten. Wenn wir jetzt also von einem normalen HMD ausgehen, können wir sagen, dass die Hitze immer ungefähr hier an den Seiten in den Kopf kommt. Und bei einem Funnel natürlich genau dasselbe, weil der HMD verändert sich ja nicht. So, das heißt, das sind überall die Punkte, wo unsere Hitze reinkommt. Wenn die Hitze jetzt also von oben durch den HMD reinkommt, durch diese Löcher, muss sie bei einem Funnel durch oder über den Tabak und geht dann im Funnelloch nach unten und in unsere Pfeifen. Bei einem Meerlochkopf ist das anders. Von jedem Punkt, wo der HMD die heiße Luft in den Kopf lässt, strömt die heiße Luft runter zu den Löchern und geht dann unten in unsere Pfeife. Und das heißt eben, von jedem dieser Punkte kann die heiße Luft durch den Tabak zu den Löchern unten. Was allerdings auch bedeutet, wenn wir hier natürlich noch Molasse mit drin haben, beziehungsweise der Tabak feucht ist, dann kann die sich bei einem Funnel-Depot relativ gut sammeln und bei einem Meerloch wird die natürlich ebenfalls mit runtergehen. Es gibt übrigens noch verschiedene Hybride, zum Beispiel gibt es bei Funnel auch die Methode, dass oben das Loch zu ist und wir mehrere Löcher außen im Funnel Pfropfen haben. Das sind dann sogenannte Vortex-Köpfe. Aber im Grunde funktionieren die meisten Köpfe entweder nach diesem oder nach diesem Prinzip, auch wenn es ein paar Ausnahmen gibt, die natürlich die Regel bestätigen. Dann stellt sich uns aber natürlich die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten und wo sind vielleicht die Vor- oder auch die Nachteile? Natürlich von beiden. Und das klären wir jetzt als nächstes. Ah ja, und ein Abo und ein Like wäre natürlich auch absolut Ehre. Bevor wir zu den Vor- oder auch Nachteilen kommen, gibt es erstmal noch ein paar Punkte, die relativ neutral sind, die weder für die eine Art von Kopf noch für die andere sprechen. Und da wäre natürlich als erstes der Kopfbau. Wir denken, das ist relativ simpel. Manche Leute sagen, Meerloch ist einfacher, andere Leute sagen, Funnel ist einfacher. Meiner Meinung nach ist das einfacher, was man bis jetzt mehr geübt hat. Das heißt, wenn jemand schon sehr viele Meerlochköpfe gebaut hat, dann wird es ihm einfacher vorkommen, einen Meerlochkopf zu bauen und umgekehrt eben auch bei einem Funnel. Eins ist klar, wenn ihr beides übt, seid ihr bei beidem gut und wenn ihr nur eins übt, seid ihr nur bei einem gut. Also ist das kein Plus- oder Minuspunkt für eine der beiden Kategorien. Ebenfalls kein Vor- oder Nachteil für die einzelnen Kategorien sind Köpfe, die viel oder auch wenig verbrauchen. Hier wären zum Beispiel zwei sparsame Varianten, einmal der Lowload auf der rechten Seite und einmal die Cosmo X New auf der linken Seite. Beide verbrauchen nur so ungefähr 10 bis 12 Gramm, je nach Kopfbau natürlich. Aber das wären zum Beispiel sparsame Alternativen für einen Funnel oder für einen Meerloch. Und genauso funktioniert das natürlich auch andersrum. Wenn man mit vielen Leuten oder lange rauchen möchte, dann sind natürlich Köpfe gut, in die ordentlich Tabak reingeht, wie zum Beispiel den Vandenberg V2 oder die normale Cosmo Türkisch. Das heißt also unterm Strich, wie lange wir rauchen, hängt nicht davon ab, ob wir einen Funnel oder einen Meerlochkopf nehmen, sondern wie viel Tabak in unseren Kopf passt. Und was ebenfalls kein Vor- oder Nachteil für den einen oder den anderen Kopf ist, sondern eher was damit zu tun hat, mit was ihr es kombiniert, ist der Durchzug. Ich glaube, da brauchen wir auch kurz eine Zeichnung. Beim Durchzug können wir erstmal grob sagen, dass es von einem sehr leichten Durchzug bis einem sehr schweren Durchzug geht. Das heißt, bei leicht müssen wir nicht viel Kraft aufwenden und wir müssen nicht lange ziehen. Bei einem schweren Durchzug müssen wir viel Kraft aufwenden und tendenziell auch länger ziehen. Was ihr von den beiden mögt, das ist komplett Geschmackssache, aber wisst ihr hoffentlich mittlerweile. Was die meisten Leute bei dem Thema aber nicht bedenken, ist, dass der Kopf, den ihr wählt, auch noch einen Einfluss darauf haben kann. Beispiel. Eine Aeon hat einen sehr guten Durchzug, sagen wir einfach mal 10 Punkte und eine El Bomber hat einen eher strengeren Durchzug, sagen wir mal 4. Ein fluffig gebauter Meerloch würde uns zum Beispiel auch noch 10 Durchzugspunkte bringen. Ein fluffiger Funnel würde uns vielleicht nur noch 7 Punkte bringen. Ein Dense Meerloch würde ich wahrscheinlich auch so bei einer 7 sehen und ein Dense Funnel würde ich dann wahrscheinlich nur noch bei einer 3 sehen. Das ist aber eh nur zum Veranschaulichen, ja? Nehmt das nicht zu ernst. Und je nachdem, ob man einen Vollkontakt, einen Noppenkontakt oder Abstandssetup baut, kann einen das eben auch nochmal ein bisschen Durchzug kosten oder eben Durchzug bringen. Aber jetzt zu dem wichtigen Beispiel. Wir gehen jetzt einfach mal von zwei Leuten aus. Wir haben Person A und Person B. Und Person A nimmt sich die Aeon und hat 10 Durchzugspunkte und baut einen fluffigen Meerloch und hat also nochmal 10 Durchzugspunkte. Dann kommt er bei 20 raus und dann sagt A zu B, mir gefällt der Durchzug von der Aeon nicht, das ist ja viel zu leichtgängig. Jetzt hat Person B auch eine Aeon, also auch 10 Durchzugspunkte, baut sich aber einen Dense Funnel und kommt nur bei 13 raus und sagt, naja, also ich finde das eigentlich sehr angenehm. Jetzt reden beide von derselben Pfeife, finden aber den Durchzug unterschiedlich gut, weil eben der Kopf und wie der Kopf gebaut wird, auch noch den Durchzug beeinflusst. Was ihr jetzt aber davon bevorzugt, das ist Geschmackssache und demnach ist das weder ein Vor-
noch ein Nachteil. Für eine der beiden Kopfkategorien ist es nur wichtig zu wissen und zu verstehen, wie sich das Ganze zusammensetzt, damit ihr am Ende auswählen könnt, was ihr davon eben präferiert. Wie gut so ein HMD auf die einzelnen Kombinationen passt, ist auch nicht davon abhängig, ob ihr euch einen Mehrloch oder einen Funnel holt, sondern einfach, wie gut der jeweilige Hersteller bei der Qualitätskontrolle arbeitet. Eine andere Sache, die wichtig ist zu wissen, aber weder ein Plus- noch ein Minuspunkt für die einzelnen Kategorien ist, ist die Nikotinstärke. Tendenziell kommt Nikotin krasser rüber in einem Mehrlochkopf. Jetzt ist allerdings die Frage, wollt ihr mehr Nikotin oder wollt ihr weniger von dem Nikotin spüren? Je nachdem könnte für euch persönlich eine der beiden Arten die richtige Wahl sein. Aber man kann weder der einen Kategorie noch der anderen den Punkt dafür geben. Kommen wir zu den Vorteilen für Funnel. Punkt Nummer 1 wäre da, dass tendenziell die Rauchentwicklung in einem Funnel besser ist. Ist also euer oberstes Ziel, möglichst viel Rauch zu bekommen, ist tendenziell auch die Wahl mit einem Funnel besser. Dadurch, dass unten der Boden in einem Funnel-Depot ebenfalls super heiß ist und der Tabak von unten die Hitze vom Depot bekommt und von oben die Hitze vom HMD bekommt und man das Ganze meistens auch noch auf Kontakt raucht, kriegt man hier tendenziell mehr Rauch raus. Durch die Bauweise von so einem Funnel, das heißt, wir haben keine Löcher unten im Depot, sondern nur das eine in der Erhöhung in der Mitte, kommt tendenziell auch weniger Molasse und weniger Tabak in eure Bowl. Außer ihr raucht sehr gute Overpack-Setup, das heißt sehr hochgebauter Tabak, dann kann das auch mit einem Funnel passieren, tendenziell aber weniger als bei einem Mehrloch. Was außerdem ein extrem krasser Vorteil für den Funnel ist, Virginia performt deutlich besser in einem Funnel als in einem Mehrlochkopf. Und einer der größten Vorteile, der mir als Nachteil bei einem Mehrloch unglaublich auf den Sack geht, der Funnel ist extrem schnell angeraucht. Dadurch, dass ich nicht so viel von dem Kopf erhitzen muss, vor allem wenn man auf Kontakt raucht, ist das Ding teilweise innerhalb von 1-2 Minuten komplett an. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen von einem Funnel. Und da man eben den Funnel meistens auf Kontakt raucht und danach hier unten an einem HMD unglaublich viel Tabak dran hängt, ist die Reinigung auch deutlich nerviger. Nicht unbedingt von einem Funnel, aber von dem HMD, den man mit dem Funnel benutzt. Der nächste Nachteil ist der Preis. So ein Funnel kann gerne mal 25 bis 35 Euro kosten, vor allem wenn ihr euch was Gescheites holen wollt. Meine Lieblingsempfehlung bei Funnel wäre zum Beispiel der Vandenberg V1 für 35 Euro, der Hukain Popo für roundabout 30 Euro oder auch ein Lowload für 25 bis 30 Euro. Da gibt es bei Mehrlochköpfen schon deutlich günstigere gute Alternativen. Und der Kontakt war ja schon ein paar Mal ein Vor- oder Nachteil, es gibt aber noch den nächsten Nachteil. Und wenn man einen Funnel auf Kontakt raucht, dann ist die Hitzeübertragung sehr direkt, dadurch zum Beispiel auch das schnelle Anrauchen. Das kann aber auch zu einem Nachteil werden, und zwar wenn ihr noch nicht so geübt seid mit eurem Hitzemanagement. Wenn man nämlich eine Kleinigkeit bei einem Funnel verkackt und vielleicht einen Ticken zu spät die Kohle runternimmt, dann kann einem das Ding schon anbrennen. Und wenn man dann zum Beispiel mal kurz weg muss, weil man auf Toilette muss, es klingelt an der Tür, dann muss man bei dem Funnel aktiv Hitzemanagement betreiben. Heißt, wenn man zum Beispiel gerade 2,5 Kohlen drauf hat, dann muss man eine runternehmen und vielleicht sogar eine rein und eine aufkippen, dass man mal ein paar Minuten weggehen kann beim Funnel. Wenn man den Funnel einfach so 10 Minuten stehen lässt, dann ist die Chance sehr, sehr groß, wenn man nach den 10 Minuten wiederkommt, dass das Ding komplett angebrannt ist und man das Köpfchen sowieso vergessen kann. Das war es zum Glück jetzt aber auch mit den Nachteilen beim Funnel. Vorteile von Mehrlochköpfen. Dadurch, dass wir eben unterschiedliche Arten von Depots haben, kann das sein, dass Aromen unterschiedlich freigesetzt werden. Was das in der Realität heißt, Dark Blend kommt in einem Mehrlochkopf meistens nochmal anders und meistens auch deutlich besser rüber. Auch das ist natürlich am Ende des Tages wieder Geschmackssache, ob euch ein Tabak besser in einem Mehrloch oder in einem Funnel gefällt, das müsst ihr selbst für euch herausfinden. Und was vorhin noch ein Nachteil für die Funnelköpfe war, ist jetzt natürlich ein Vorteil für die Mehrlochköpfe. Dadurch, dass man meistens Mehrlochköpfe auf Abstand raucht, ist die Reinigung von so einem HMD natürlich unglaublich einfach. Weil wenn ihr den auf Abstand raucht, sprich nichts berührt den HMD, dann bleibt euer HMD immer clean. Was bedeutet, dass man sogar, wenn man den einen Mehrlochkopf fertig geraucht hat, man den HMD nehmen könnte, kurz die Asche in den Kohlekorb kippt und direkt wieder auf den nächsten Kopf packen kann. Was bei einem Funnel einfach undenkbar ist. Und vielleicht sogar in mehrerlei Hinsichten ein unglaublich geiler Vorteil von so einem Mehrlochkopf, die sind extrem günstig. Es gibt super simple, super günstige Mehrlochköpfe. Die beiden Modelle kosten jeweils nur 13,50 Euro. Gibt es zum Beispiel bei Shisha Dorm SWG 10 noch 10% sparen. Dann geht ihr von 15 auf 13,50 Euro runter und ihr habt die meiner Meinung nach besten Mehrlochköpfe, die es gibt. Und für 13,50 Euro einen Funnel zu bekommen, der so geil performt wie die für ihre Kategorie und wo ein Funnel nach wenigen Minuten ohne Aufsicht verbrennen würde, juckt das ein Mehrloch gar nicht. Den könnt ihr auch easy mal eine Viertelstunde stehen lassen. Solange ihr da nicht absolut viel zu viel Kohle drauf hattet, kannst du nach 10-15 Minuten wiederkommen und du rauchst das Ding weiter, als wäre nichts gewesen. Und das ist zum Beispiel beim Zocken für mich unglaublich geil. Wenn wir wieder im Stream ein bisschen Elden Ring zocken und ich mal bei einem Boss eine Viertelstunde nicht ziehen kann, übrigens schaut gerne mal rein, Dienstag, Donnerstag, Sonntag ab 19 Uhr auf YouTube und Twitch,
dann ist das kein Problem mit einem Mehrloch. Dann läuft er noch, dann funktioniert er noch, da ist nichts angebrannt, ich muss nicht husten, nix. Das ist zum Beispiel beim Zocken schon extrem geil oder wenn man nebenbei arbeitet, ist das ein extrem krasser Vorteil. Aber keine Vorteile kommen ohne Nachteile auf der anderen Seite und da gibt es natürlich auch bei dem Mehrloch ein paar. Wo unserer Meinung nach in einem Mehrloch zum Beispiel der Darkblend extrem geil performt, ist es für ein Virginia eher nicht so geil. Ich kann es euch nicht genau erklären, warum durch welche Zusammensetzung aus Bestandteilen und Hitze und Co. das dann entsteht, aber tendenziell ist Virginia in einem Mehrloch einfach nicht so geil. Das heißt, wenn man überwiegend Darkblend raucht, könnte vielleicht ein Mehrloch was für euch sein, wenn ihr überwiegend Virginia raucht, könnte vielleicht ein Funnel was für euch sein. Sind aber definitiv Vor- oder Nachteile für die jeweilige Kategorie. Jetzt sind Mehrlochköpfe zwar in der Anschaffung günstiger, aber eine Sache ist bei Mehrlochköpfen nicht günstiger. Und das ist die Menge an Kohle, die man verballert. Beispiel, wenn ich einen Funnel rauche, mache ich mir 3 Kohlen an. Wenn ich einen Mehrlochkopf baue, dann mache ich mir 4 Kohlen an. Weil allein zum Anrauchen beim Funnel, und das ist dann der nächste Nachteil, das dauert unglaublich lange. Also wenn du hier nicht mal 4 Kohlen drauflegst zum Anrauchen, dann wartest du locker 10 Minuten, bis das Ding richtig an ist. Und das ist schon wirklich gottlos lange. Vor allem, wenn du gerade heimkommst nach einem langen Tag, du hast richtig Bock auf den Kopf, baust dir deinen Mehrlochkopf, siehst die Kohle, wie sie auf deinem Kopf liegt und dann wartest du und wartest du und jede Minute nimmst du mal wieder so einen verzweifelten Zug und du stellst wieder fest, da passiert noch gar nichts. Und das schon wirklich gottlos nervig. Plus, du musst eben mehr Kohle anmachen, ansonsten dauert das Ganze noch viel länger. Das heißt, wenn ich ein Mehrloch rauche, dann mache ich immer 4 Kohlen an. Das heißt, ich habe immer eine Kohle mehr verbraucht, als wenn ich einen Funnel genommen hätte. Falls ihr jetzt gehofft habt, dass in diesem Video ein klarer Gewinner und ein klarer Verlierer rausgeht, dann tut mir das leider leid. Aber das gibt's einfach nicht. Es ist komplett Geschmackssache. Und deswegen, der eine Tipp, den ich euch aus diesem Video wirklich mitgeben möchte, ist: Benutzt beides. Probiert beides mal aus, gebt beidem eine Chance, gebt nicht nach 1-2 Köpfen auf, guckt euch die Videos dazu an, probiert es aus und findet für euch heraus, was ihr geiler findet. Aber maybe konnte das Video zumindest ein bisschen helfen.